das Gebiet ab. Also mich würde es doch mal interessieren, wie das Ganze auf Full HD bei Jack and Dexter für die PlayStation 3 aussieht. Mich würde es mal interessieren, aber es ist das gleiche Spiel, es ist nichts dazu gekommen. Das ist nur 1, 2 und 3 zusammen für die PlayStation 3. Und es ist ja nicht verbessert worden, sondern nur die Grafiktexturen sind besser und so. Sonst hat sich an dem Sp an den drei Spielen nichts geändert, soweit ich das. Gesehen habe. Erfahren habe und so. Ist halt nur für die PlayStation 3, für viel Geld, alle drei Spiele mit besserer Grafik. Aber man kann es ja auch mit so einer Scheißgrafik, wie ich das jetzt gerade spiele. Das ist total unscharf, fällt mir gerade auf. Man kann es natürlich auch mit so einer schlechten Grafik, wie ich die gerade spielen, aber halt dann an der PlayStation 2. Und aber dafür 60 Euro sparen oder so. Ich weiß nicht, wie viel das gerade kostet. Ist mir auch egal, ich kaufe es mir nicht. Ich habe alle drei Spiele für die PlayStation 2, als ich noch keine PlayStation 3 hatte und ja. Ich kaufe es mir jetzt auch nicht mehr. Dann wäre ich ja dumm. Nein, wir müssen nicht zu der Wahrsagerin. Wir können. Ja, jetzt verstehe ich, wo wir hin können. Wir können nicht zu der Wahrsagerin, sondern zum Orakel. Das ist das Orakel der Kopf. Jetzt erkenne ich das Ding auch erstmal. Das erste Mal, wo ich das erkenne, ich habe immer gedacht, das wäre so ein komischer Wahrsager mit so weißem Turban auf, aber das und schwarzer Kette oder schwarzem Anhänger an einer Kette. Aber das ist einfach nur das Orakel. Das Weiße sind eben seine Augen und das Schwarze ist sein Rüssel. Jetzt habe ich das erste Mal erkannt. Also zudem können wir uns eine neue Fähigkeit holen. Nur du alleine kannst uns nun retten, da du die Bürde der Dunkelheit trägst. Unsere letzte Hoffnung ruht auf einer jungen Seele, die noch keinen Schmerz kennengelernt hat. Du musst sie beschützen. Hier ist eine weitere dunkle Macht. Oh, was? Na, ich bin jetzt unverwundbar als dunkler Jack. Gut. Gerne doch. Kann ich mich jetzt hier langkämpfen? Will mir sehr gefallen. Als dunkler Jack, so unendlich dunkler Jack, wäre auch schön. Ach. Oh. Falscher Knopf. Aber das ist die beste Attacke, wo es gibt in diesem Spiel, finde ich. Die dunkle Bombe oder wie das auch immer heißt. Ich benutze es aber immer, das ist einfach nur cool. Das ist die beste Fähigkeit von dem dunklen Jack. Das hat unsterbliches. Ist auch gut, aber. Ja, ich bin in Fahrzeug. Och, du meine Güte, jetzt muss ich auch wieder so ein Rennen fahren. Sehe ich gerade. Sonst wäre das ja nicht. Ja, genau. Es ist Alarm und du läufst einfach so an mir vorbei. Das geht doch nicht, während ich mit voll von Autos verfolgt werde. Wir haben das jetzt mal ein Easter Egg gefunden. Das weiß ich noch wegen so diesen Plakaten da. Oder war das letzte Mal? So, das vorletzte Mal oder irgendwas? Aber wir haben eins gefunden, das weiß ich. Ja, das weiß ich, denn ich war so überrascht. Ei, meine Fahrkünste. Nein. Doch, meine Fahrkünste. Ja, genau. Hier müssen wir rechts, jetzt müssen wir wieder so ein komisches, doofes Rennen fahren, wo ich ja so gerne mache. Wir könnten natürlich auch durch einen Bug da anders da rein, aber nein, gut. Lieber nicht. Bug-Using ist ja, na gut, Bug, das hilft ja überhaupt nichts. Das ist ja zwar ein Bug, aber eher so ein Grafikfehler, irgendwas Bug, der nichts bringt. Ich zeige euch, woran ich gearbeitet habe.
wenn ihr versprecht, nicht zu lachen. Oh, ich liebe Überraschungen und ich liebe es zu lachen. Zack her, zack her. Ich habe unser zerstörtes Spaltfahrzeug aus den alten Artefakten nachgebaut. Das ist mein Mädchen. Aber mir fehlen noch zwei Teile. Du meinst Symbole. Laut Vin brauche ich eine gewisse Zeitkarte und einen alten Energieedelstein, das Herz von Mar. Und ich habe in jedem Geschichtsbuch über die Präkursor nachgesehen, aber der Spaltring scheint verschwunden zu sein. Das hast du getan? Ich meine, das hilft uns weiter. Oh, hört schon auf mit dem Theater und vertragt euch wieder. Ja, das Herz von Mar. Crew hat es. Wir holen dir die Artefakte, Kira. An alle Fahrer. Das Meisterschaftsrennen der ersten Klasse beginnt in Kürze. Also, das ist es wohl. Das Rennen meines Lebens. Jack, ich wollte dir noch was sagen. Naja, du bist der beste Fahrer, den ich kenne. Hey! Und was ist mit mir? Ohne mich wären wir gar nicht hier. Willst du etwa fahren? Gegen diesen durchgeknallten Errol? Vergiss es! Das Steuer gehört dir, Bruder. Und bring uns ja nicht um, sonst rede ich nie wieder mit dir. Logischerweise. Fahr ihn davon, Jack. Ja. Ist aber noch nicht das Endrennen, oder? Bin mir nicht sicher, ob das schon das Endrennen ist. So, gut. Willkommen zurück. Da die Aufnahme gerade sozusagen komischerweise abgebrochen ist. Aber wirklich hardcore. Bin ich jetzt hier in diesem Rennen? Jetzt sieht... Oh. Ja, genau. Das wollte ich gerade auch machen. Jetzt hat man nämlich eine Sequenz nicht gesehen, die eigentlich sehr wichtig ist zum Verstehen für dieses Rennen und so. Es ist das letzte Rennen dieser Saison. Wenn ich das gewonnen habe, dann darf ich, also kriege ich eine Freikarte für eine Besichtigungstour in Baron Praxis' Bürozimmer, Schloss, irgendwas, Palast und bekomme ein Jahresgehalt an Eco oder so, oder Monatsgehalt, irgendwas, für was ich Eco auch immer brauchen werde, keine Ahnung. Ja, ich fahre gegen Errol hauptsächlich, denn der will nicht nur den Sieg, der will auch meinen Kopf. Keine Ahnung, was er damit anstellen will. Vielleicht reicht ihm seine Puppe nicht. Was? Ich muss den wissen. Ich bin Zweiter. Mhm. Da vorne sehe ich den Ersten. Und ich bin gleich Erster. Und der Erste, der ist auch schlau. Und ich hoffe, die Aufnahme bricht das mal auf einmal Blue Screen. Also erstmal das Programm hier, das ist Aber Media Center Dings. Zack, bumm. Irgendwie gestockt. Also das habe ich schon ab und zu mal gehabt. Das passiert manchmal da. Das haben auch schon andere gehabt. Aber das, was ja eigentlich das Komische war, auf einmal Blue Screen. Screen. Platt. Alles blau. Nicht mehr gesehen. Halt, na gut, da hat noch ein Text gestanden, aber. Den habe ich nicht verstanden, der war auf Englisch. Nein, ich verstehe es nicht, warum. Irgendwas. Da habe ich Computer neu gestartet und zum Glück ist meine Audio-Datei noch da und auch ein Teil bis die letzte, also die letzte Datei geht nicht, deswegen fehlt jetzt auch noch was sehr Entscheidendes, aber ich habe verloren! Ja, nochmal. Komm, dann nochmal. Los! Deswegen sagt auch Baron Praxis den Start an. Wegen dieser Sequenz. Ja, und unser Steuer sollte eigentlicherweise ganz am Anfang gerade sein, also das billige Plastik, Alu, Metallzeugs. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich bin konzentrationiert, weil ich möchte hier nicht als letzter durchs Ziel gehen, so wie gerade eben. Oh, komm, ramm mich, du Dreck. Dreckschade. Dreckscheiße. Schade, echt scheiße. Was? Komm, ich bring mich um. Ich krieg's eh nicht mehr auf die Reihe.
Upsala, ich wollte mich doch gar nicht umbringen. Ich wollte doch weiterfahren. Ups. Ja, manchmal funktioniert es hier auch nicht so ganz. Mit dem, was man will und was man kriegt. Manchmal muss man auch ein wenig vom Gas runtergehen, um schneller zu sein. Das ist ein weiser Satz. Ich werde weise. Oh nein, ich bekomme raus. Also hat man es gesehen. Ich bin vom Gaspedal runter, um schneller zu sein. Ja. Und irgendwie bin ich auch. War das gerade wieder ein Aufholmanöver von denen, weil ich sie beobachtet habe. Und jetzt natürlich gleich direkt an allem vorbei. Aber dafür noch ein neues. Und wir haben immer eins auf Vorrat. Das finde ich sehr schön. Und das verschwenden wir jetzt auch gleich mal. Wenn wir hier lang getuckert sind. Und ach du meine Güte. Wir sind gerade in der dritten Runde. Die haben uns gleich. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, das ist wieder mal gut. Ja, das Bild ist eigentlich sehr unscharf, aber das liegt an der niedrigen Auflösung. Aber es geht leider ja nicht höher. Also ich habe es zwar auf HD, aber wenn man es genau nimmt, das hat eigentlich keine Größe vorgeschrieben, das Spiel. Deswegen kann man es nicht genau nehmen. Ja. Ich könnte es auch auf Full HD zocken, aber dann wäre es ja. Dann wird man auch keinen Unterschied an Werten, nur das Bild noch größer. Schärfer wird es auch nicht mehr. Ich frage mich, ob das ist, glaube ich, so, dass das Spiel nicht scharf ist. Egal wo man spielt. Also egal auf welcher Größe. Und wir haben das Rennen sozusagen gewonnen. Wenn jetzt nicht noch irgendwas total Blödes passiert, haben wir das Rennen gewonnen. Oh, das war knapp. Ja. Und jetzt fahren wir mit zweimal Speed. Ha. Mal schauen, wie das die künstliche KI eigentlich künstliche Intelligenz weiterfährt, wenn wir mit doppeltem Speed da durchfahren. Na gut. Dankeschön! Ich liebe mein Publikum! Ah, ein tapferer Mann des Volkes. Und wer ist dieser würdige Gegner? In meiner Welt werden gute Leute entweder gekauft oder gebrochen. Also, was darf es sein? Überraschung. Was? Ein kleines bisschen näher. Wir müssen reden. Narr, kapier es endlich. Es ist vorbei, Jack. Die Helden sind schon lange tot. Nur Überleben zählt noch. Egal mit welchen Mitteln. Die Stadt gehört mir. Diese Leben gehören mir. Dieser Krieg gehört mir. Und im Krieg sterben Leute. Tötet ihn. Vorsicht! Ich gewinne, Jack. Ihnen nach! Oh. Errol ist, glaube ich, nicht mehr so ganz unter uns, wie er vorher unter uns war. Geh mal bitte weg. Oh, wir haben den Palast sicher. Wo ist die Karte? Wo müssen wir hin? Hilfe, 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 Hilfe. Ja, ich höre auch gleich nochmal auf, um nochmal nachzuschauen. Wo und warum und weshalb. Wo müssen wir hin? Einfach weg, oder was bedeutet dieser Todeskopf? Ich glaube, die verfolgen uns auch nicht mehr so lange, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, die Verfolgung ist auch gleich wieder rum. Ja, wir dampfen oder brennen oder qualmen oder was auch immer. Ja, die Verfolgung ist schon wieder rum. Ihnen nach heißt 5 Sekunden verfolgen und dann das war's auch wieder. Oh. Bis natürlich einer wieder so doof ist und ein Soldat überfährt.
keine Ahnung, wer so doof ist, aber lass was passiert dann. Sorry, tut mir leid. Ich hoffe, ihm geht's gut. Wir könnten ja auch nochmal nach dem Secret schauen, aber ich glaube nicht, dass der jetzt hier war. Müssen wir lange suchen. Ich würde ja gerne das Mikro ausschalten und mich mal zu räuspern, so schön. Aber nein.